Hand aufs Herz, wie aufgeregt sind Sie, nominiert zu sein? Also ich freue mich, nominiert zu sein. Ich sehe das aber als Ehrung für die Nachrichten. Ein bisschen aufgeregt bin ich natürlich schon, aber ich gehe davon aus, Mensch, wir wissen doch, mein Freund und Kollege Klaus Kleber hat ja morgen 10-jähriges rundes Jubiläum beim Heute-Journal. Eigentlich muss der den Preis kriegen, das würde doch passen. Gut, wir schauen mal. Ich habe gehört, für Sie war es ein großer Aufwand, heute hierher zu kommen. Ja, stimmt. Ich war im Rheinland. Meine Mutter hatte ja, also es war das Jahrgedächtnis für meine Mutter. Ich war bei meinem Vater und bin dann deshalb aus dem Rheinland gekommen und nicht wie sonst bequem mit dem Zug aus Hamburg, sondern musste hier sozusagen einen längeren Weg machen. Dann wünschen wir Ihnen viel Spaß und viel Erfolg. Dankeschön. Alles Gute und viel Spaß und bis später. Okay.